بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind immer noch mit dem Buch Al-Arabiyyah Bayna Yadayk mit der siebten Lektion von dem Thema Al-Tahiyyatu wa-Ta'aruf. Es gibt eine Nasiha, mit der ich eigentlich schon längst anfangen sollte, eigentlich schon am Anfang des Buches. Und zwar, wenn man erfolgreich ist, dann fragt man sich öfters oder man wird gefragt, warum bist du erfolgreich gewesen oder warum bist du erfolgreich geworden? Und dann ist es öfters die Antwort, ja, weil ich fleißig geübt habe, weil ich eben ein Glückspilz bin oder sonst was. Eigentlich, weil Allah Azza wa Jal uns diesen Erfolg gegeben hat. Und das steht auch im Koran. Also fürchtet Allah, seid gottesfürchtig, so lehrt euch Allah Azza wa Jal. Und das ist eben die Nasiha, die wir in Azhar öfters immer bekommen. Die wollte ich euch weiterteilen. Und bis heute, also auch im Master, erinnern sie uns, die Doktoren, an diese Nasiha. Und das Thema heute könnten wir eigentlich eine bestimmte Überschrift geben, und zwar Übung macht den Meister. Also heute gibt es sehr viele Übungen mit den ganzen Themen, die wir gelernt haben. Auf Türkisch sagt man, also die Türken sagen das eigentlich auf Arabisch, التكرار أحسن ولو كان يسكسن. Also die Wiederholung ist besser, auch wenn sie 180 wäre, also wenn sie 180 Mal wäre. Die Araber haben dafür zwei Sprichwörter, und zwar التكرار يعلم الشطار. Also das Wiederholen, التكرار يعلم, lehrt الشطار, die Klügen, die Cleveren. Es gibt auch ein bisschen ein frisches Sprichwort, und zwar التكرار يعلم الحمار. Also die Wiederholung lehrt dem Esel. Okay. Dann fangen wir mit dem Tadrib al-Awwal an. Da steht التدريب تبادل الحوار مع زميلك oder تبادل, also tausche dich aus, الحوار, das Gespräch, مع, mit زميلك, mit deinem Kameraden. Natürlich ist es schön, wenn man das aufschreibt, damit man später also selbst weiß, was man machen muss. Weil irgendwann kommt dann die Zeit, wo der Lehrer dann aufhört, das zu lesen und das zu übersetzen. Und dann wird es knifflig für den Schüler. Immer für Mithal, genauso wie im Beispiel. Wir haben dann dem Beispiel, was im Gelben ist. Und zwar hier. Ta, also ich glaube für Talib Nummer 1, der erste Schüler, sagt dann, Ismi Fatima. Mein Name ist Fatima. Dieses Ja am Ende ist mein. Anna, ich, Masriya, Ägypterin. Also ich bin Ägypterin. Dieses bin sagen wir nicht. Ana min Masr. Ich komme aus Ägypten. Dann sagt der andere, Ahlan wa sahlan. Jetzt ist Abdul Bari erstmal dran. Wir haben unten Turkiya und die Angaben sind Mahmud, Turki und Turkiya. Das bedeutet, du wirst sagen, mein Name ist Mahmud, ich bin Türke, ich komme aus der Türkei. Wie sagen wir das? Es ist mir Mahmud. Eine, wie heißt kommen auf Arabisch? Als erstes musst du sagen, ich bin Türke. Wie sagst du das? Ana Türkiye. Ana Türkiye. Genau. Und wir sagen ja nicht kommen, also kommen haben wir bis jetzt noch nicht gelernt, aber ich bin aus. Genauso wie wir oben geschrieben haben, Ana min Masr. Hier ungefähr. Haben wir geschrieben, Ana, also steht da Ana min Masr. Das bedeutet mit Türkiye, was machen wir da? Ana min Turki.
In Turkiya. Also wir nehmen den zweiten hier. Okay. Ja. Also der erste, Türki, die Nationalität, Türke. Und der zweite ist dann Turkiya, das Land. Okay, dann der Bruder Schahriat. Tut mir leid, dass es jetzt eine Frau wird. Kein Problem. Also, ich würde sagen, Ismi Khadija, Genau. Anna Min Suria Super. und Anna und also ich bin syrisch, heiße dann Anna Suri. Du hast es ein bisschen ausgetauscht. Suriye mit dem Term Marbuta, also da, wo mein Punkt gerade ist. Das ist, ich bin Syrerin. Ah, okay. Also Anna Suriya, das ist, wo Talmabut heißt, das ist, ich bin Syrerin. Genau. Und Anna Min Suriya, ich komme aus Syrien. Okay. Noch eine kleine Korrektur, und zwar Anna Suriye. Okay. Anna Suriya. Genau. Und Surya, da gibt es kein Gender. Ah, Anna okay. Surya. Ich bin syrisch, Anna Suriya Genau, und Anna Syrerin. Min Suriya. Genau. Ich komme oder ich bin aus Syrien. Das sagt doch Herren. Oh ja, komm. Ahsantum. Jetzt Abdelbaki nochmal. Wir haben Ali, also ich heiße Ali. Ich bin Ismi Pakistaner. Ja. Ali, Anna Pakistani. Anna bin Pakistan. Momentas, super. Jetzt der Bruder Schahriat Wie nochmal. bitte? Super. Also jetzt, ich versuche manchmal einige Wörter auf Arabisch zu sagen. Jetzt, super sagt man Momtaz. Also Momtaz heißt super. Und Ahsant. Also ihr werdet öfters hören jetzt, dass ich jetzt Momtaz oder Ahsant sage. Okay. Ahsant? Ahsant ist, hast du super gemacht. Also ist eigentlich das Gleiche. Momtaz, Ahsant. Ah, Ist das. okay. Okay, jetzt du, Bruder. Wir haben jetzt Ahmed. Misriyun, Ägypter. Und Ismi Ahmed. ja, Ismi Mumtaz. Ahmed. Anna Misriyu. Okay, Misriyun. Anna Misriyun. Anna min Misr. Genau. Wenn du merkst, dass da kein Artikel ist. Ein Artikel ist immer dieses Elif Lam, also El-Misri zum Beispiel. Richtig. Wenn kein Artikel da ist, dann ist es öfters immer Tamarbuta. Nicht Tamarbuta, ich meine Anwin. Tanwin, genau, super. Un, in oder en. In einigen bestimmten Regeln, das habe ich im anderen Buch erklärt, in dem Medina-Buch, ganz am Ende, gibt es Mamnu min as-Sarf, also die vom Konjugieren sozusagen verboten sind. Und da kann man nicht mehr dieses Un, in, en sagen. Da gibt es einige bestimmte Regeln. Aber meistens ist es so. Und wenn dann eben L ist, der Artikel, dann ist es meistens, also ist es eigentlich immer, U, I und R. Tanwin Fällt, weg. genau, der Tenuin geht dann weg. So, jetzt gehen wir dann runter. Hier haben wir auch ein Tabadul al-Hiwar ma'a Zimilika, kama fil Misal. Wir haben Hada Achi, ich nochmal diesen Spotlight. Das ist mein Bruder. Hada, dies oder das. Achi, mein Bruder. Das ist mein Bruder. Hua Mudarrisun, er ist Lehrer. Ahlan wa sahlan, herzlich willkommen. Jetzt gehen wir runter. Wir haben Ucht, Schwester und Trabibe, Ärztin. Abdulbari, kannst du das machen? Herr Uchti, Hua Mumtaz. Hua Tabibe, Hoher doch hier.
Also hier Tabibe. ممتاز. Und dann sage ich Ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا. Genau. Also. Im Arabischen, das ist unglaublich. Dieses Marhaban, also dieses herzlich willkommen und auf Wiedersehen, das haben die auf keine Ahnung wie viele Wörter. Also manchmal 5 Minuten, 10 Minuten, die sind nur am herzlich willkommen sagen in alle verschiedenen Arten, die es gibt. Das ist unglaublich. So, jetzt der Bruder Shahriat. Wir haben Sadiq, Freund, und Mohandes, Ingenieur. هذا صديقي، das ist mein ممتاز. Freund. هو مهندس، مهندسون، هو مهندسون. Genau, also wenn man die Harke betonen möchte, kann man sagen Mohandisun. Und wenn man so richtig Arabisch reden möchte, dann eben Mohandis. Weil Mohandisun, die perfekt. Araber, die fangen nicht mit Sukun an. Also die haben nicht sowas wie Spielen, wo ein S und P zusammenkommt. Und sie enden immer mit einem Sukun. Aber wir haben gesagt von Anfang an, dass ich extra die Harakat lesen werde, damit wir uns gewöhnen, welche Harakat das Wort bekommt. So, dann gehen wir zu Abdul-Baqi. Wir haben Sadiqa, Freundin, und Taliba, Studentin. هذا صديقة Wir müssen sagen, meine Freundin. هي طالبة Okay, hier Taliba war richtig. Aber Sadiqa, da fehlt noch was. Meine Freundin. صديقتي Genau, Mumtaz. Bruder Sahriyat. aber muss man nicht sagen هذه weil das weiblich ist Oh, ja, habe ich. Mädchen Mashallah. Genau, hadihi Sadiqati und hier Taliba, also Talibatun. Hast du gut aufgepasst. Barakallah. Also, man muss sagen, hadihi Sadiqati oder? Genau, hadihi Sadiqati. Aber das, wenn die Araber sozusagen, das Talmud-Buta wird ja auch, glaube ich, nicht dann am Ende ausgesprochen, oder? Also das Ta fällt weg und am Ende ist nur H laut, oder? Das ist, wenn man sagt, das ist eine Freundin. Ah. Dann sagen wir, hadihi Sadiqa. Richtig. Aber meine wäre T. Ah, okay. Genau, richtig. Also das T bleibt dort, wird sogar zu einem normalen T. Also dieses T Marbuta wird zu einem normalen T. Und dann fügen wir ganz normal hier hinzu. Das ist ein Ujazakum. Jetzt das letzte, Ach und Talib, Bruder und Student. Achi. Hua Talib. Talibun. هو طالب. Genau, entweder Talib, huwa Talib oder huwa Talibun. Okay. Erinnert mich ganz am Ende, nachdem wir mit dem Unterricht fertig sind, dass ich mit dem Wort Talib einen Witz mache. Oder was Ah, heute okay. passiert. Gerne. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Was heißt Mathala oder Mathal? Methel heißt Beispiel. Beispiel. Ah, okay. Okay, aber hier steht Methel. Huwa. Methel, ich meine Methel, wenn kein Elif da ist. Aber Ah, da, wo okay. jetzt gerade mein Spotlight ist, steht da Methel. Durch den Elif hat sich Mithal. die Harakat ein bisschen geändert. Methel, Methel. Mithal. Beispiele. Methel, Mithal, eigentlich müssten das gleiche sein. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das da einen Unterschied gibt, aber Methel und Mithal müssten eigentlich das gleiche sein. Beispiel. Also beides ist Singular. Genau, beides ist Singular. Das Plural wäre Emthila. Amthila, ah, okay. Wir haben dann hier ein Hiwar, ein Gespräch. Talib 1 und Talib 2. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. كيف حالك؟ Wie geht's dir? بخير والحمد لله. Gut, الحمد لله. ما جنسيتك؟ Was ist deine Nationalität? Dieses Kaf am Ende.
das hier ist deine Nationalität. Ana Pakistani. Ich bin Pakistaner. Ahlan wa sahlan. Wir haben jetzt unten. Ich muss noch ein bisschen runtergehen. Nee, okay. Wir haben jetzt Türkei. Ich bin immer Talib 1 und Abdul Baqi, du machst dann eben Talib 2. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك أو ما جنسيتك؟ أنا تركية. أهلا وسهلا. Okay, jetzt der Bruder Shahriyat. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. Natürlich bei Abdul Baqi musste ich sagen, كيف حالك؟ Aber es ist schon vorbei. ما جنسيتك؟ أنا سوري. سوري ohne شدة. Also der شدة ist bei mir. أنا سوري. أهلا وسهلا. أهلا بك. ممتاز. Okay, jetzt Abdul Baqi wieder, مصرية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ أنا مصري. نعم أنا مصرية. أهلا وسهلا. Jetzt wieder Sahriyat. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ أنا تركي. أهلا وسهلا. أهلا بك. Okay. Jetzt gehen wir hier runter. Nein, auf welcher Seite waren wir jetzt? Könnt ihr die Seite sehen? 17. Beim Schieben passiert öfters, dass ich auf die Linie drücke, dann geht die Seite weg. Hier war das. Wir haben wieder hier ein Tabadal al-Hiwar ma'a Zamilika. Al-Mithal, das Beispiel. Ma ismuka? Wie heißt du? Ismi Badr. Mein Name ist Badr. Badr heißt natürlich Vollmond. Min aina anta? Von wo kommst du? Ana min Turkiya. Ich komme oder ich bin von der Türkei. Hal anta Turki? Naam, ana Turki. Natürlich, wenn wir das Gegenteil sagen möchten, also nein, dann sagst du einfach nein und dann sagst du einfach dein Land. Also das ist das Einfachste bis jetzt. Anstatt zu sagen, nein, ich bin nicht Türke zum Beispiel. Und dann Ahlan wa sahlan. Das Wort Badr, was mit der Schlacht zu tun? Also Badr, hast du gesagt, heißt Vollmond, aber wir kennen ja die Schlacht von Badr, die erste große Schlacht zwischen den Mekkanern und den Muslimen. Bei der Schlacht von Badr, ich glaube, der Brunnen hieß, glaube ich, Badr. Aha. Deswegen kommt das von dort. Weil da war ja ein Brunnen. Und richtig. Der hieß, glaube ich, Badr. Okay. Okay, wir haben jetzt Iqbal, das ist der Name. Müsste ein männlicher Name sein. Und Pakistan. Das ist mein Nachname, Iqbal. Na, schau mal. Und das ist männlich, wa? Nicht weiblich. Ja, richtig. Okay. Weil es ist eigentlich unglaublich, dass einige männliche Namen sogar Frauen haben. Heute zum Beispiel im Unterricht, der Lehrer oder der Doktor fragt dann ein Mädchen, wie sie heißt. Und sie sagte, ich heiße Jihad. Ich stand da so baff, so, was? Manchmal ist es komisch. Okay. Abdul Baqi,
Jetzt, wir machen das Gleiche, wie es im Beispiel ist. Ma ismuka? Min einer enter? Wir machen das nebeneinander. Also ich sage Ma ismuka und dann sagst du, mein Name ist Iqbal. Min aina anta? Von wo kommst du? Ich komme aus Pakistan. Und dann frage ich, bist du Pakistaner? Und dann sagst du, ja, ich bin Pakistaner. Okay? Ja, ismi Iqbal. Min aina anta? Ana min Pakis. Pakistan. Genau. Ja. Hel anta Türki? La, ana Pakistani. Genau. Ich habe auf dem Beispiel geguckt, deswegen habe ich sofort Türki gesagt. Eigentlich sollte ich sagen, Hel enta Pakistani. Was ist dann die Antwort? Die Antwort wäre dann Nam ana Pakistani. Okay. Jetzt der Bruder Shahriyat. Wir haben Anwar, das ist auch ein männlicher Name, und Surya. Ma Aus der ismuk? Mohammed, also mein Nachname, Entschuldigung, Vorname ist Shahriyar, also viele Ägypter sagen Shahriyat, ich weiß nicht warum, vielleicht heißt das monatlich, aber also das ist so einfach Shahriyar. Ach so, ohne T am Ende. Ohne T, richtig. Ach so, okay. Ich Kein habe dich, Problem. glaube ich, Eine mit T Frage. geschrieben, deswegen. Kein Problem. Okay, Abdelbaki, was ist deine Frage? Wie heißt Pakistaner auf Arabisch? Pakistani. Pakistani oder Pakistanige? Also, Genau wie man gesagt, schätzt. Pakistani. Jun, also Anna Pakistani Jun. Ach so, okay, verstehe. Also ja am Ende und dieser ja hat dann Tanwin Dhamma. Ja. Okay, jetzt der Bruder Shahria. Hast du schon die Frage vorgelesen? Ach so, okay. Mesmuka. Ismi Anwar. Min aina anta? Ana min Suri, Ana min Suria. Hel anta suriyun? Nam Ana Suriun. Suriyun. Nam Ana Suriyun. Mumtaz. Abdelbaki, Sa'id, Misr. Masmuka? Ismi Sa'id. من أين أنت؟ أنا من مصر. أنا من مصر، تمام. هل أنت مصري؟ نعم أنا مصري. ممتاز. Jetzt die nächste Seite. Hier sagen wir das Richtige. Hier haben die uns ein Beispiel gegeben, zum Beispiel Ismi Muhammad. Und dann frage ich Mesmuka. Und dann sagt Abdul Bari dann, ich heiße Abdul Bari. Und dann Abdul Bari fragt dann den Bruder Shahria, wie heißt du, Mesmuka? Und er sagt dann seinen Namen. Und dann beim B die Nationalität oder das Land. Eine Min Turkiya. Und dann sage ich zum Beispiel mein Land. Und dann Abdul Bari sein Land. Und so weiter. Und da, wo mein Spotlight gerade ist, eine Türkei, das ist die Nationalität. Anna oder Ismi Muhammad. Mesmuka. اسمي عبد الباقي ما اسمك؟ اسمي شهريا. أنا من ألمانيا. Ich spiele jetzt etwas. Min eine Ente? أنا من ألمانيا. من أين أنت؟ أنا من بنغلاديش. من ممتاز. أين؟ الحمد لله. Ist richtig. Anna Elmani.
ما جنسيتك؟ عبد الباقي. أنا ألماني، ما جنسيتك؟ Na, also Bangladesch, ich weiß nicht, wie das mit Ja dann zirkuliert wird. Wir Bangladesch. machen es mal spontan. Bangladesch. Bangladesch. Man müsste irgendwie den Ja hinzufügen, aber das ist richtig schwer irgendwie. Ja, Anna richtig. Bangladeshi. Anna Bangladeshi. Also nach der Regel müsste es so sein, aber ich schaue mal nochmal nach, ob die Regel sich da ändert. Okay. Jetzt haben wir hier unten Tadib, Ajib. Wir haben die Frage und dann die Antwort. Abdelbaki, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shahria, ma ismuka? Ismi Shahria. Mumtaz. Abdelbaki, kayfa haluka? Dein Mic. بخير والحمد لله. Shahriya, min aina anta? أنا من بنغلاديش. Abdelbaki, ma jinsiyatuka? أنا ألمانية. ألماني. ألماني. Wenn du ألمانية sagst, dann bist du Deutscher, nicht Deutscher. So, okay, verstehe. Shahriya, hel anta Pakistani? لا أنا بنغلاديشي. Okay. عبد الباقي، هل أنت من سوريا؟ لا أنا من ألمانيا. ممتاز. شهريا، مع السلامة. مع السلامة. Genau, مع السلامة. Und hier bleiben wir inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.